Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Bioshock Infinite. Ich glaube Infinite. Ja, ich habe gedacht, wir testen es einfach mal aus. Also, was heißt austesten? Wir werden es auch wahrscheinlich dann zu Ende spielen. Und ich habe es noch nie gespielt, kein bisschen angezockt. Also, ich spiele es jetzt hier komplett blind. Und wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Ich hoffe mal, es läuft alles soweit ganz gut von der Aufnahme her. Ja, das können wir ja mal machen hier. Ich habe vorher mal den Benchmark durchlaufen lassen, da lief das alles stabil. Wir spielen ja auf maximaler Grafik. Und ich bin mal gespannt. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ihr uns hier erwartet. Du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Der Geist der Testperson wird verzweifelt versuchen, Erinnerungen zu erschaffen, wo keine existieren. Küste von Main, 1912. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Okay. Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich. Okay. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Ein Leuchtturm. Hier wären wir. Ja, und jetzt? Ach so, F auf Leiter steigen. Er bewegt sich nicht. Das kommt schon noch. Ja, immer mit der Ruhe. Ich muss sagen, sieht gar nicht schlecht aus. Hier das Wasser und so. Mit den Wellen. So, wir gehen mal hier hoch. Ja, wie bereits gesagt, ein Leuchtturm. Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Na toll. Ist da drin jemand? Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Ah, guck mal, da finden wir schon Silver Eagle, das sind scheinbar irgendwie die Münzen, die Währung. Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich spiele es komplett blind. Hab also keine Ahnung, was passiert. Und ich denke mal, ganz schöne Wellen hier. Ist sowieso ziemlich beschissenes Wetter. Also ich gehe mal einfach davon aus, dass es so ein Ego-Shooter mit Story oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie ein Shooter. Da können wir reingehen, kann man. Wir können auch hier rumgehen, oder? Ein Fass durchsuchen. Und wie geht das jetzt? Ach so, mit F kann ich alles nehmen. Noch eine Münze und eine Dose Bohnen. Und da haben wir auch schon eine Errungenschaft freigeschaltet. Ja, okay, kann man. Okay, mit Shift kann man also sprinten. Steuerung also wie in fast jedem Spiel. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Ist da denn überhaupt jemand da? Woher will er wissen, ob jemand hier ist? Und irgendwo läuft ein Radio oder so? Also auf jeden Fall singt da jemand. Eine Schüssel benutzen. So sehen wir also aus.
Viel Glück damit, Kumpel. Was hat er denn jetzt gemacht? Er hat da doch nur reingeguckt, oder? Okay, ich guck mal. Ach, hier ist noch was. Ich guck mir das alles mal so ein bisschen genauer an. Ein Gurkenglas können wir essen, brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir können mal hier die Münzen mitnehmen und ins Fass gucken. Okay, das brauchen wir auch nicht. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. From Sodom. Okay, wer auch immer das ist. Hallo? Ja, das scheint ein Radio zu sein. Egal, wir nehmen einfach mal alles. Ja, hier scheint ja wirklich jemand richtig zu wohnen. Und das ist der Ort, wo die Musik herkommt. Nehme ich mal an. Ansonsten ist hier gerade nicht so viel. Eine schicke Uhr. Die funktioniert scheinbar sogar. Und ein Telefon. Ja, das können wir mal benutzen. Oder auch nicht. Da scheint wohl niemand in der Leitung zu sein. Okay, und hier sind die USA. Da ist irgendwas markiert. Be prepared, he's on his way. You must stop him. Okay, da ist jemand. Irgendwie hat jemand was vor und wir sollen ihn aufhalten. Oder irgendjemand soll ihn aufhalten. Ich frage mich, warum da jetzt gewisse Staaten so markiert sind. In so einem Feld. Naja, ein Bett. Ob da jetzt jemand die letzte Zeit geschlafen hat? Die Matratze liegt ein bisschen krumm und schief. Naja, wir gehen einfach mal. Okay. Wir gehen einfach mal. Kann man hier rausgucken? Na, nicht wirklich. Wir gehen einfach mal weiter. Da hinten ist doch eine Stadt. Oder sowas. Soll er sich ein Boot nehmen und zurückfahren? Eine goldene Statue. Oh. Knarz. Das sieht nicht so... Scheiße. ...toll aus. Was? Don't disappoint us. Enttäusch uns nicht. Und wir kassieren erstmal die Kohle ein. Da glüht noch eine Zigarette. Scheint wohl noch vor kurzem jemand hier gewesen zu sein. Aber dem geht's wohl nicht mehr so gut. Wer weiß, was die mit dem angestellt haben. Oder derjenige. Okay, wir gehen mal hier weiter. Jetzt sieht man so gut wie gar... Na doch, hier hinten ist noch was. Na, sehr bedeckt. Ziemlich bescheidenes Wetter. Und jetzt sind wir hier oben. Die Glocke läuten. Kommen wir da sonst irgendwo rein? Nö. Dann läuten wir mal die Glocken. Moment mal, diese Karte. Okay. Da ist erst so eine Schriftrolle. Zweimal den Schlüssel und zweimal das Schwert. Also, hier und da wohl auch ein Rätsel. Okay. Alter. Okay. Ja. Alter, was passiert jetzt hier? Okay. Die Tür geht auf. Okay. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Junge, also ganz ehrlich, an deiner Stelle würde ich es ja besser bleiben lassen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl.
Da passiert doch jetzt bestimmt was. Na, ich wusste es. Die Boote dienen nur der Sicherheit. Das ist denn jetzt was? Oh oh. Das ist nichts Gutes. Nein, die Waffe. Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2. Ich kann auch nichts machen. Und wir sitzen. Alter. Oh. Halleluja. Wir sind jetzt in so einer Art Raumfähre hier hochgeflogen. Und hier ist jetzt irgendwie eine andere Welt, eine andere Stadt. Über den Wolken, oder was? Ein Zeppelin. Und wir schweben hier langsam wieder herunter. Vater Comstock, unser Prophet. Okay. Ich würde so langsam gern wieder hier raus. Errungenschaft freigeschaltet über den Wolken. Warum würde er so schnell? Wir haben seine Gnade nicht verdient, irgendwie so. Er hat uns zu seinem Eden geleitet. Eine letzte Chance für. Weil, wo geht's denn jetzt hier wieder runter? Und wer singt da schon wieder? Oder ist es jetzt einfach nur Musik? Okay. Der Prophet wird irgendwie die neuen Leute hier leiten. Wir sind wohl einer der neuen. Und da öffnet sich das Tor. Und jetzt? Hallo? Okay, wir kommen wieder raus. Soweit, so gut. Finde einen Weg in die Stadt. Das war jetzt hier also unsere Raumfähre. Drücke N, um Hilfe bei der Navigation zu erhalten oder so ähnlich. Und wir sind jetzt hier in einem Kloster oder einem Tempel oder sowas. Ist doch gar nicht so hässlich. Schick eingerichtet hier. Und wir nehmen natürlich wieder das Geld mit. Ganz ehrlich, wer sorgt dafür, dass hier immer durchgehend die ganzen Kerzen brennen? Den Job will ich nicht haben. Alter. Das ist schon krass. Im Willkommenscenter. Das ist schon. Okay. Das scheint wirklich so eine Art Kathedrale oder sowas zu sein, aber irgendwie halb unter Wasser gesetzt. Wow, das wirkt schon ein wenig beeindruckend. Okay, das gehört sich jetzt eigentlich nicht, aber mein Gott, das ist ein Spiel, da muss man böse sein. Geschenk durchsuchen. Okay, da war wohl nichts drin. Die Zukunft unserer Stadt. Von dem kleinen Baby da irgendwie. Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Ja, ich muss ja erstmal hier gucken. Im Korb war noch ein bisschen Geld. Okay, hier geht es schon mal nicht weiter. Was können wir. Irgendwas konnten wir hier machen. Wo war denn da. Ach, da lag Geld. Hier. Okay. Ich renn mal eben hier rüber.
Hutschachtel durchsuchen. Okay, da ist nichts drin. Geigenkasten. Ist noch eine Münze. Ansonsten auch nichts mehr. Ich denke mal, die Münzen werden wir später noch brauchen. Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Okay. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Der Typ steht hier scheinbar den ganzen Tag im Wasser. Kriegt noch nasse Füße. Ich gehe mal Blüten. Oh, Alter. Blendet ein wenig. Ich gehe mal hier einfach mal entlang. Und nehme wieder die Kohle mit. Der Spross des Propheten. Ach, hier geht's auch noch lang. Ein Voxophon aufnehmen. Was ist denn ein Voxophon? Drücke J, um das zuletzt erhaltene Voxophon abzuspielen. Okay, so eine Art Sprachnachricht oder so. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man Vergebung? Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Und hier drüben liegt noch ein Geschenk und eine Münze. In dem Geschenk sind zwei Münzen. Ja, dafür braucht man natürlich auch so einen großen Karton mit einem Geschenkpapier und allem drum und dran. Also ich muss sagen, das Ganze sieht schon echt beeindruckend aus. Kannst du mir vielleicht sagen, wo ich hin muss? Wahrscheinlich hier runter. Achtung, rutschig. Na gut, wir gehen mal hier runter. Und jedes Jahr, an diesem Tage, erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt. Unseren Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung. Und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Ich hoffe mal, wir sind nicht das Opfer. Hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur für unsere Erlösung gebetet und uns nicht in dieses neue Eden geführt, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet uns nur in dieses neue Eden geführt und nicht die Vipern des Orients ausgelöscht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die Vipern des Orients ausgelöscht, aber nicht den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, es wäre genug gewesen. Ja, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, aber... Oh, ich wollte euch nicht unterbrechen. ...aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Hey, ich will einfach nur hier durch. Lobet den Herrn. Nur zu, Bruder. Preiset den Herrn. Lass dich taufen. Umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Komm und werde geläutert. Ja. Der Pfad des Vergebens ist der einzige Weg zur Stadt. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Lass uns den Betrüger aus dir austreiben. Gepriesen sei der... Hey,
Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Der Typ ist ja blind. Oder nicht? Gereinigt sieht er noch nicht aus. Und der hat jetzt hier seinen Spaß, oder was? Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Das ist jetzt scheinbar ein Zeitsprung hier. Okay. Naja, das war's für diese Folge. Mit dem neuen Projekt hier. Ja, klopf du mal weiter. Bioshock Infinite. Und ja, ich bin gespannt, was uns in der nächsten Folge erwartet. Das ist hier gerade noch ein wenig unübersichtlich, aber ich denke mal, das wird sich demnächst noch ändern. Also, bleibt dran und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.